Hallo und willkommen zurück zur fünften Etappe der Vuelta a España. Wir spielen weiterhin mit BMC Racing, mit TJ van Garderen. Und in der letzten Folge haben wir ein bisschen Glück gehabt, dass wir keine Zeit verloren haben. Die Gruppe wurde komplett zusammengewertet, obwohl ich da schon gesagt hätte, da hätte man schon Sekundenabstände, beziehungsweise hätten wir dann circa eine halbe oder halbe Minute, 40 Sekunden verloren, hätte man schon so werten können. Aber zum Glück war es nicht so. Wir haben natürlich wieder unser bewährtes Duo van Garderen und Sanchez, die aber dann doch gleich auch mal ein Stückchen nach vorne fahren dürften. Wir sind immer relativ weit hinten, weil wir in der Gesamtwertung halt momentan nur auf Platz 28 sind, aber mit 19 Sekunden Rückstand nur. Das wird sich schon alles noch einspielen. Wir fahren jetzt mal nach vorne. Und das machen wir jetzt mit den anderen Fahrern auch. Dann haben wir am Anfang immer ein bisschen, jetzt wird das Tempo natürlich gerade vorne erhöht. Dann lassen wir es mal auf 70. So, wir schauen jetzt mal, wer denn hier so am Ende des Feldes rumtuckert. Das sind wieder die üblichen Verdächtigen. Ich schicke ihn jetzt gerade auch mal ein Stück nach vorne. Und damit fällt auch hoffentlich keiner mehr aus der Gruppe raus, wie das jetzt die letzten Tage ja häufiger mal der Fall war. Bin auf jeden Fall schon gespannt. Jetzt morgen geht es wieder etwas hügeliger zur Sache. Da müssen wir wieder aufpassen. Heute können wir dann vielleicht nochmal mit Drucker versuchen, im Sprint vorne mitzumischen. Der hat immerhin einen Sprintwert von 74, was jetzt nichts Überragendes ist. Aber so sehen wir wenigstens auch mal einen Sprint. So, jetzt das Tempo vorne. Ups, ich dachte, ich habe ihm gesagt, er soll vorfahren. Tempo vorne ist jetzt gerade wieder relativ hoch, deswegen ist es schwierig für ihn nach vorne zu kommen. Und da fällt Markus Burkhardt auch direkt wieder ans Ende der Gruppe zurück. Ist ein bisschen blöd. Auf, Junge, fahr auch nochmal ein Stück vor. Natürlich blöd, jetzt in so einer schnellen Rennphase nach vorne zu fahren. Das sollte ja eigentlich auch schon reichen. Dann gehen wir auf TJ van Garderen und schauen uns die Rennsituation an. Der gelbe Balken hat tatsächlich schon ein kleines bisschen gelitten. Aber es war ja auch auf der Etappe, die wir eben gespielt haben. Da war es auch so, dass das Renntempo schon extrem hoch ist. Das muss man sagen. Also der gelbe Balken leidet auch jetzt schon wieder sehr. Es geht nur darum, wer in die Ausreißergruppe geht. Also eigentlich alles halb so wild. Los Sanchez. Er fährt ein bisschen weit weg von van Garderen. Aber jetzt ist das Tempo wieder raus. Aber es hat sich immer noch keine Ausreißergruppe gefunden. Also kann sein, dass es jetzt gleich wieder hochschießt, das Tempo. Ein ewiger Kampf hier um die Ausreißergruppen. Die Etappe geht jetzt ja schon eine Weile. So, dürfen nicht vergessen, wieder einen Wasserträger zu bestimmen. Also in der Gesamtwertung gibt es jetzt einen neuen Führenden. Haben wir gesehen, Romain Bardet führt jetzt quasi fast alles an. Aber es ist am Anfang der Rundfahrt ja auch klar. Hat jetzt drei Trikots auf seinen Schultern, nur die Sprintwertung führt er nicht an. Wir nehmen mal ein bisschen Tempo raus und sagen Markus Burkhardt, wenn er sowieso schon so gerne hinten fährt. Adapuma fährt auch relativ weit hinten. Moana eigentlich auch wieder. Eigentlich alle, die wir eben nach vorne geholt hatten, fahren jetzt wieder hinten. Lassen wir es. Ob die jetzt Zeit verlieren oder nicht in der entscheidenden Rennphase, ist auch egal. Heute wird sowieso nicht viel passieren. Wir schauen, wie gesagt, dass wir mit Drucker uns im Sprint ein wenig aufhalten. Hinten raus wird so leicht ein ganz kleines bisschen hügelig und die Ankunft geht auch bergauf, aber mit TJ van Garderen, der ist nicht besonders spritzig, auch natürlich einer, der am Berg konstant gerne hochfährt. Haben wir eben auch gesehen, als wir die Attacke mitgegangen sind, was vielleicht nicht so clever war. Vielleicht hätten wir einfach unser Tempo weiterfahren sollen, dann hätten wir noch mehr Kräfte gehabt für den letzten Berg, aber wir haben keine Zeit verloren. Ich denke mal nicht, dass wir ansonsten unter die ersten drei gefahren wären, um da Zeitbonifikation zu erhalten. So, noch knapp über 100 Kilometer bis ins Ziel. Wie gesagt, auf die nächsten beiden Etappen freue ich mich. Die spiele ich jetzt auch noch. Und dann schaue ich mir die Vuelta erstmal an, wie sie so in der Realität verläuft. Dann können wir da nämlich auch wieder auf den Ausgang eingehen. Wobei, wie gesagt, die ganzen... Ich meine, ist ja auch Irrsinn, was alles bei der Vuelta jetzt am Start ist. Das sind ja quasi alle Topfahrer, fahren auch die Vuelta. Finde ich sehr, sehr cool. Der Einzige, der natürlich fehlt, ist Contador. Aber der hat ja schon den Giro gewonnen dieses Jahr und ist Fünfter bei der Tour geworden. Da kann man nicht erwarten, dass der jetzt auch noch bei der Vuelta am Start ist. Das wäre auch merkwürdig. Und ich glaube, da würden auch wieder unangenehme Fragen gestellt werden. Gut. Wir schauen uns den Rennverlauf an. Sehen, TJ van Garderen fährt weiterhin. Lustigerweise fährt Sanchez eigentlich nie vor ihm.
glaube, die mögen sich nicht. So, dann Markus Burkhardt hat es doch so gut gemacht. Da haben wir noch einen, der weiter hinten fährt. Nee. Dann Markus Burkhardt ist so ein typischer Wasserträger seit Jahren. Aber sympathischer Zeitgenosse. Kann man nicht anders sagen. So, wir machen das Tempo wieder ein bisschen höher. Jetzt geht es gleich zur ersten Sprintwertung. Wir scrollen mal vor und schauen uns die Ausreißer an, die jetzt genau hier gerade durchkommen. Brutt von Saxo Tinkoff. Gibt ja auch eine neue Rubrik bei Eurosport. Oleg sagt. Punkt, Punkt, Punkt. Fand ich ganz witzig, was eben erzählt wurde. Also Oleg Tinkoff, der Besitzer des Teams, sagen wir mal, ist ein Exzentriker, würde ich jetzt mal so sagen. Aber nun gut, muss es ja auch geben, wobei sympathisch ist natürlich was anderes. Dann haben wir hier Luzenko, den wir ganz gut kennen. Leza aus dem holländischen Lotto-Jumbo-Team. Von Europcar haben wir Tülik dabei. Ganz gut in der Beschleunigung, aber ansonsten wird es relativ schwer. Sarah Motins, ein Letter aus dem IAM Cycling-Team. Damit hätten wir die fünf Ausreißer auch quasi gebührend geehrt. Weil ich glaube nicht, dass heute einer von ihnen die Etappe gewinnen wird. DJ van Garderen hat eine minus 4. Gestern war es eine minus 2. Also die Tagesform ist nicht unbedingt überragend. Heißt also heute mal wieder keine Zeit verlieren, dranbleiben. Auch auf den kleinen Hügeln hinten raus kann es ja durchaus nochmal ein bisschen schneller werden. Deswegen fahre ich jetzt nochmal ein kleines Stückchen nach vorne, wenn er das will. Ja, so richtig drauf reagieren tut er nicht. Komm. TJ, fahr mal ein Stück vor. Ich will nicht, dass da Lücken reißen. Falls doch einer auf die Idee kommen sollte, auf diesem kleinen Hügel anzugreifen. So ein Joaquim Rodriguez, der kann da auf jeden Fall mal eine kleine Lücke fahren. Und das vor allem durchziehen. Es geht danach nur noch bergab ins Ziel leicht. Dann schauen wir gleich, dass wir Drucker auch vorne. Ich nenne ihn jetzt Drucker. Jean-Pé Drucker. So, und dann sind wir doch hier in einer ganz ordentlichen Position. Was hat Drucker für eine... Ja, hat leider auch eine Tagesform von minus 2 bislang. Hält sich relativ weit hinten auf im Feld. Mal schauen, vielleicht erwischen wir ja mal ein relativ gutes Hinterrad. Können uns dann irgendeinen Zug mit einspannen, dass wir im Sprint mal eine Rolle spielen werden. Aber ich glaube, für Etappensiege wird es nicht reichen. Obwohl es mich mal reizen würde, mit dem Sprinter zu fahren. Weil ich bin bislang eigentlich immer nur mit Etappenfahrern unterwegs gewesen. Auch beim Tour de France Let's Play mit Sky war natürlich alles auf Chris Froome ausgelegt. Jetzt hier bei BMC ist alles auf Van Garderen. Aber wäre schon interessant. So, auf Drucker. Drück dich mal durch. Die Position ist eigentlich ordentlich. Das heißt, nicht zurückfallen. Ups. So, Van Garderen fährt ungefähr auf selber Höhe. Tempo wird jetzt vielleicht auch langsam mal ein bisschen höher, weil bislang sind wir fast die Füße eingeschlafen bei dem Tempo. Immer noch 40 Kilometer ins Ziel. Die Ausreißer sind 2,5 Minuten weg. Da vorne sehen wir auch Giant Alpecin für Kittel. Dahinter macht Lampre Tempo. Cannondale-Fahrer, natürlich auch Cavendish hat seinen Helfer vorne mit hin. Wie gesagt, leicht ansteigen die Zielgerade, aber nur ganz leicht. Nochmal. So, 25 Kilometer, das schauen wir uns jetzt in Ruhe an. Müssen allerdings schauen, gut von Gardungen. Wasser hole ich jetzt keins mehr. Ich glaube, das würde auch schwer fallen. Naja, ich kann zumindest Burkhardt mal sagen, dass er es versuchen soll. Dann soll er halt seine Kraftreserven wegpowern. Hat selber auch gerade kein Wasser mehr. Geh mal auf Van Garderen. Schauen, dass wir hier jetzt vorne mit dranbleiben. Der Drucker hat auch schon Probleme, aber der muss eigentlich auch ein kleines Stückchen weiter nach vorne. Im Hügel ist er gar nicht so schlecht mit einer 72, das ist für einen Sprinter immer gut, obwohl er relativ schmal aussieht für einen Sprinter. Also wenn ich da immer John Degenkolb sehe, das ist ja doch ein ganz anderer Körperbau.
So, jetzt sind wir doch schon in einer ganz ordentlichen Position. Jetzt aber auch nicht wieder zurückfallen, Junge. Halt die Position. So, von Gardon ist auch dabei. Burkhardt versucht sein Bestes, um nach vorne zu kommen, was jetzt natürlich relativ schwierig werden wird. Gardon hat auch einen relativ hohen Puls, aber Zeit werden wir heute keine verlieren. Wird im Sprint ausgehen. Und Gardon versucht weiter, ja gut, ganz nach vorne müssen wir natürlich nicht fahren. So. Jetzt sind es noch 12 Kilometer. Wir können natürlich unseren Schokoriegel noch essen, den ich auch bei der letzten quasi Bergankunft da gar nicht genommen habe, blöderweise. So, Drücker, jetzt heißt aber doch nach vorne tuckern. Noch 10 Kilometer. Und dann heißt es Hinterrad suchen. Hat jetzt leider kein Wasser mehr. Die Ausreißergruppe sehen wir schon, die aber immer noch eine Minute 20 weg ist. Das kann auch ganz, ganz böse enden. Dass die Ausreißergruppe hier tatsächlich gewinnt. Da haben wir doch Marcel Kittel, wenn ich es gerade nicht falsch gesehen habe. Ja, da ist der Kittel. Einmal an sein Hinterrad hin. Ja, das macht er nicht wirklich. Das Gegenfeld. Das ist ein Kabel. Dranbleiben. Okay. Ist das Kittel zurückgefallen oder was? Oh, nee, da vorne ist er. Na auf, komm schon. Fahr da hin. So, nochmal kurz schauen. Van Garderen soll jetzt mit einer 85 haut sich den Schokoriegel rein. Genauso wie Drücker sich mal den Schokoriegel reinhaut auf den letzten 2,4 Kilometern. Aber ich glaube, die Ausreißergruppe kommt durch, oder? So, wir sind mittendrin statt nur dabei. Schauen, was wir rausholen können mit Drücker. Und oioioi, wir sind richtig gut. Wir hätten sogar, wir waren der stärkste Sprinter von allen. Scheiße. Ach, wenn die Ausreißergruppe früher eingeholt worden wäre, dann hätten wir hier eine Chance gehabt, die Etappe zu gewinnen. Och Mist, das ist jetzt ärgerlich. Naja. Okay, Moana und Atapuma haben sich mal wieder hier ausgepowert am Schluss des Feldes. Wahrscheinlich wieder Zeit verloren, die Pfeifen. Ist ja auch egal, es sind ja eh nur die ersten drei, die gewertet werden für die Teamwertung. Pro Etappe. So, die Polizei kommt auch ein bisschen später ins Ziel. Ah, das war ärgerlich. Das war jetzt richtig ärgerlich. Ich hätte nie gedacht, dass wir Chancen haben, die Etappe zu gewinnen. Nun gut, aber immerhin wissen wir, die Form ist anscheinend sehr, sehr gut. Jampi Drücker, der wirklich der Beste war von denen. Das hier ist ja noch die Ausreißergruppe. Und dahinter waren aber auch gar keine Sprinter dabei. Weil es wahrscheinlich so viel bergauf ging. Wo ist Kittel? Sehe ich gar nicht. John Degenkolb war auf 8. Ja, wo ist denn? Marcel Kittel ist 58. geworden. Um Gottes Willen. Sehr, sehr schlecht in Form anscheinend, weil so steil war es jetzt auch nicht. Natürlich gab es hier vorher noch den Hügel, wo es schon ein bisschen höheres Tempo war. Aber das sollte eigentlich nicht so aus der Bahn hauen. In der Gesamtwertung hat sich heute logischerweise nichts geändert. Da ist weiterhin TJ auf Platz 27. Ich glaube, einen Platz haben wir gut gemacht. In der Bergwertung weiterhin der gute Tizier Benot dabei. In der Sprintwertung haben wir jetzt Jampi Drücker auf Platz 16 platziert, auch mit 16 Punkten passenderweise. Romain Bardet führt auch bei den Jungtalenten. Teamwertung haben wir heute natürlich 16 Sekunden verloren, macht aber alles nichts. Und dann sehen wir uns natürlich auf der 6. Etappe, wo wir sehen, es wird hügeliger. Jetzt sollte die Form langsam auch mal ansteigen, hoffe ich. Nein, tut sie nicht, zumindest ist sie immer noch nicht im grünen Bereich. Samuel Sanchez ist besser drauf sogar als Van Garderen, aber wir setzen trotzdem auf Van Garderen allein. Es gibt auch noch ein langes Zeitfahren und noch viele, viele Berge, die kommen werden. Alleine morgen, die 7. Etappe, wird schon was ganz anderes sein. Und wir sehen, Jampi Drücker ist natürlich super in Form. Zeigt natürlich
warum er im Sprint gerade so gut war. Und dann sehen wir uns morgen bei der 6. Etappe der Vuelta a España von Córdoba nach Sierra de Cazorla wieder. Bis dann.